Und da sind wir zurück. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert hier. Start. So, wir wollten hier nach oben gehen. Die Musik passt richtig dazu. Mitten in der Natur. Tja, da geht es auf jeden Fall sehr tief runter. So weiter nach oben gehen. Na, jetzt mach weg, hey. Oh. Da muss ich jetzt etwas aufpassen. Packe lieber hier hin. Zack. Hier mal einen Ausguck machen. Ja, geh noch hell. Ja, toll. Hier war auch ein Ausguck gewesen. Ah, wir sind schon fast oben. So, hier werde ich aber auch jetzt ein Geländer machen. Will ja nicht runterplumpsen. Kann runtergehen. So. Jetzt sind wir in der Wolke schon drinnen. So, hier mache ich auch ein Geländer. Na, das hauen wir mal ab hier. Hier, hier, hier. So. Tja, inzwischen sind wir über den Wolken. Ist das ein Megaberg? Das ist auch cool. So, jetzt kriechen wir einfach so rein. Ha, wir sind oben. Nicht mehr so klein das Ganze hier. Ha, da vorne ist auch so eine Höhle. Ist ja krass. Wie hoch sind wir denn inzwischen? 148, optimal für die Windräder. Unser Haus sehen wir vermutlich nicht mehr. Das müsste da hinten sein, das Haus. Kann das sein? Da steht eine Hütte von uns. Da vorne. Hier oben werde ich unser Haus bauen. Die Bäume ein bisschen wegmachen. Ist ja richtig geil hier. Hier hätten wir Öl da vorne. Die Hütte muss ich wegreißen. Sieht kacke aus. Jupp, da werden wir unser Haus bauen.
Dann können wir hier eine Brücke drüber machen, wird doch etwas schwieriger werden, als was ich dachte. Das ist ja ein Riesenberg. Den komplett ebnen, das wäre geil. Kann man eigentlich auf so einer Höhe dann auch noch Weizen pflanzen und so? Hier natürlich dann, ja, da muss ich wirklich dann den Zug dann nach unten machen. Dann werde ich rum um den Berg gehen lassen oder so. So, wo bin ich denn hier rauf? Hier. Zack. 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 Werde ich ein paar Fackeln setzen. Ja, hier möchte ich auch noch eine Fackel hin haben. Und hier ein bisschen. Na, jetzt beweg dich. Toll, meine Maus reagiert kaum noch. Extrem lahm. Fast zu weit. So, da. Setz mir auch einen. Hier auch. Oh, müssen nicht schlafen gehen. Haben wir hier unten unser Haus. So, mal wieder zur Hütte zurückgehen. Dann werden wir das Bett einfach hier stehen lassen, glaube ich, gleich. Oder? Nee, ich nehme das mal mit. So, müsste ich hier die Treppe aber gleich weiter runter machen noch. Zack. Ja, kommt auch hier hin. Ups. So. Hier, hier. Mal mitgenommen hier, Blümchen. Ah, es ist ja duster. Herbei. Wo ging es echt nach Hause? Ich glaube schon hier hinten irgendwo. Hep, 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 hep. Wird eine lange Zugfahrt werden. Das Ganze natürlich dann unter Tunneln. Das wird eine Aufgabe für sich selbst werden. Aber oben ist es cool, da haben wir unendlich Energie. Erstens auch nicht so hässliche große Säulen mit Windrädern, sondern kleinere. Die brauchen wir wirklich dann nur 7 hoch machen. Weil 6 sind die Propeller lang.
Oh. Da ist einiges an Lava drunter. Ist ja geil. Das könnte genau bei uns in der Nähe sein. Ja, kannst schon so gucken. Ich komme jetzt. Gib mir das Zeug. Gleich mal eins wieder mitnehmen. Also wir waren irgendwo hier in der Nähe zu Hause. Gehen wir hier mal noch vorbei. Und hier. Verdammt, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Steht denn unser Haus jetzt nur wieder? Sind das die Inseln? Yep. Hm. Was ist das da vorne? Geht's denn wieder nach Hause? Ach, es ist immer so schlimm hier. Nehmen wir mal noch in der Nähe von dem Berg. Ich würde hier mal rüber gehen. Vielleicht ist es diese Richtung. Hier der Berg ist. Vielleicht auf der anderen Seite von dem Berg. Könnte sein. Ist ja auch so eine Grünfläche. Gott, da brodelt Lava unter uns. Ah, hier. Oh. Ein schöner Tümpel. Da vorne sind die Sandteile. Das haben wir am Runde, glaube ich. Müssen wir das auch wieder umrunden. Voll die Tintenfischparty schon wieder. So, ich hoffe, dass wir in 6 Minuten irgendwie nach Hause finden. Na, hau lieber ab. Schaf. Hi. Au. Wahrscheinlich hätten wir einfach nur bei dem Berg vorbeigehen müssen. Wir mounten jetzt wirklich wieder den ganzen Berg. Ich habe ja nach einem Weg nach oben gesucht. So, jetzt wird es langsam warm, bei mir rennen wieder. Kleiner verformter Baum.
SMS bekommen. Von meiner Liebschaft vielleicht. Hallo? Ist auch noch eins. Wahrscheinlich hinter diesem Berg sind wir zu Hause. Dachte ich, da stehen drei Creeper nebeneinander. Was ist denn das Geiles? Den Weg habe ich noch nicht gemacht. Zum Glück haben wir das Bett mitgenommen. Haben wir mit dem Wasser gespielt? War das Wasser, mit dem wir gespielt haben? Sollte auch die Leertaste klicken. Hey, wir schaffen es vermutlich nicht rechtzeitig nach Hause. Bevor die Folge vorbei ist. Ist irgendwo eine Höhle? Ich habe gerade eine Fledermaus gehört. Das ist ein anderer Wasserfall. Runde. Ja, bleib halt hier an der Kante stehen. So. Ach komm schon, wo geht's denn hier nach Hause? Das waren minus 350 plus 250 oder so. Irgendwie sowas war das. So, in diese Richtung geht's runter. Hier geht's aber auch runter. Das heißt vermutlich in diese. Dann. Cool. Hier geht's auch runter. Na toll, Fenster wird's. Muss mein Bett machen. Also kein Bett muss ich mir machen, sondern eine Schlafstätte. Okay. Sehen wir wenigstens, was draußen abgeht. So, in welche Richtung war das jetzt? Hier geht's nach oben. Das ist falsch. Hier. Jetzt auch nach oben. Das heißt irgendwo hier. Und dann. Genau, so. 6, 5, okay, hier bleibt es in etwa gleich jetzt. Hier. Und hier erhöht sich's, okay. Achso, ich muss es ja da verringern. Das heißt dann wahrscheinlich echt dort. 7. Wir sind voll? Ach so, mit verdammten Steinen sind wir voll. Habe ich mir jetzt das Leder eingepackt? Nein. Toll. Hat mir gerade noch gefehlt. So, 4, 5. Nee, diese Seite stand nicht. 4, 5. Ach, geht's auch nach oben. Ich verstehe die Koordinaten absolut nicht. Hier geht's runter.
Hier geht's auch so runter, das heißt, wir müssen es dann so gehen, oder wie? Genau. In dieser Richtung irgendwo. Ein Kompass wirkt ja auch nicht. Wo ist die Spinne? Haben wir gleich 350. Ich sehe absolut nichts von meinem Haus. Da ist mein Haus. Das sind die Gummibäume. Waren ja eigentlich eh richtig. Was ist denn jetzt? Stehen hier so viele Gummibäume? Was sind eigentlich die Birken dahinter? Ah, fiel's mir ein. Wieder zu Hause. Und wir haben nur 2 Minuten überzogen. So, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.